einfach einmal anders rein wie in der Firma fahren. Ganz humans. Das Wechseln von Orten, von Ort zu Ort, über die Schneefelder. Gut. Siehst du, wolltest Schnee haben, Alte? Jetzt haben wir Schnee. Jehui! Testing, one, two, one, two, testing. Okay. Mein Name ist Thomas Haderlapp, ich bin ein Seminarwanderbegleiter dieses Incentives von Weiterblick und von Plenum. 205. Ein erstmaliges Seminar, das wir veranstaltet haben im Rahmen von Plenum, von der Plenum Akademie. Sagt das eingebaute Höhenmeter-Messgerät? Ja, aufgrund der Simmerlaunhütte. Wir kommen gerade zurück von einem wunderschönen Seminarwochenende in den Ötztaler Alpen, haben dort einen 3500 Meter hohen Berg bestiegen und dann 2000 Schafe über Gletscher und 3000 Meter hohe Jöcher ins Schneistal nach Südtirol getrieben. Wir leben ein Stück heilige Verrücktheit. Und als ich vom Thomas gehört habe, er würde gerne so ein Programm planen, mit Menschen als Unternehmen wandern zu gehen bei einem Schaftrieb, der vielleicht einige tausend Jahre Tradition hat. Das Ganze war ein sogenanntes Führungsincentive. Auch mit dem unheimlich inspirierenden Beitrag von Hans Heidt, der Volkskundler und selbstgeborener Ötztaler ist. Seit nachweisbar über 6000 Jahren finden die Schaftriebe statt von Südtirol herüber. Ach, das ist heilig und verrückt genug für uns. Insgesamt weiden aus Südtirol momentan an die 6000 Schafe im Ötztal. Und die ziehen herüber und dann wieder hinüber. Momentan ist der Zug dann wieder zurück. Und zwar über momentan drei Jöcher: Hochjoch, Niederjoch und Dimmel. Wobei ihr beim einen dabei seid. Ich habe mich dabei ein bisschen gefühlt, so wie als Vermittlerin zwischen den Hirten, die ich jetzt schon nach 5 Schaftrieben recht gut kenne, diesen Managern, und ich sehe, dass beide davon profitieren. Einerseits natürlich die Manager von den Hirten und auf der anderen Seite freuen sich auch die Hirten, dass man sie wertschätzt, dass man sie fragt, wie ist das und wie geht's dir? Ehrliche Worte, sie sollen faul sein. Es soll seine Leistung bringen und auf der anderen Seite soll er faul sein, ja. Mit dem Hund arbeiten, so. Emma, was heißt faul sein? Was heißt das? Ja, die Schafe in Ruhe lassen. Die Schafe in Ruhe lassen. Höhlerleckleckleck und wieder die Nöte und der Tod und die Friede, Eppamböll und das Öl. Dann kannst du dann eben Schriftdeutsch nie nachlesen. Das sind so die Impressionen aus meinen jetzt 20 Jahren immer dabei sein. Das Besondere daran ist, dass man in diesem Falle ganz genau sehen kann, wie Mensch und Natur und Tier hier eine Einheit bilden. Und von dem kann man sich sehr viel abschauen. Also in der Kulturgeschichte gibt es kein Viech, das so elementar überall drinnen verwurzelt ist, wie der Schaf. Oder ist weltweit, gell? Sonst könnte man gar nicht einschlafen am Abend, wenn man nicht die Schäfchen zählen will. Ja, so ist es. Wie man mit der Natur und den Menschen umgehen muss, damit es eine langfristige Koexistenz sein kann. Früher probiert man halt alles herzubringen und den Herbst wieder zurück. Im Sommer über bin ich allein. Ich bin schon noch 5-6 Mal vielleicht, 3-7 Mal da. Dann schaut man halt ein bisschen nach.
Und von wo seid ihr? Seid ihr? Wir sind von Schnalztal. Von Schnalztal. Ja. Ja. Einige sind auch heuer schon wieder abgehauen. Ne? Das ist, da muss ich ja 24 Stunden oben stehen. Und einmal sind die gefahren nicht, von Fuchs da, wenn da auf der freien Weide eine Mutterschaflampe. Oder das Problem ist auch der Adler. Wow, wenn ich diese Einladung annehme, könnte ja was passieren, könnte sich ja was verändern, mein Leben könnte sich wandeln. Also, wir nehmen ganz viele Einladungen nicht an. Wenn wir die Einladung annehmen, sind wir dann schon quasi durch die Pforte hindurch und sind am Weg. Jetzt sind wir am Weg und dann gehen wir und sind wir am Weg und dann gehen wir und dann... Schaf steht am Beginn der Zivilisation und der Sesshaftwerden. Bei der Schafherde war es schön zu sehen, dass sich die Schafe nicht haben zwingen lassen, in irgendeine Richtung zu gehen oder dann eher bockig geworden sind. Aber wenn wir so als Treiberinnen und Treiber den Korridor vorgegeben haben und die Schafe begleitet haben und nicht geleitet, dann hat es ganz wunderbar funktioniert. Bist du schon lange dabei? Ja, ziemlich. Ich bin oft da drüben gewesen. Hey, 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 hey! An so heiklen Stellen, wo es zum Teil gefährlich sein kann, dass man da auch nicht hetzen darf. Also da muss man wirklich auf seinen eigenen Rhythmus gehen. Das ist im Alltag genauso. Wenn man das Gefühl hat, immer gehetzt und getrieben zu sein, dann kommt man auch nicht so ganz in seine Kraft. Wenn wir gefragt werden, mit Firmen Nachhaltigkeitsprogramme zu machen, dann neige ich oft diese fünf Prinzipien der Nachhaltigkeit, eben Vielfalt, Natürlichkeit, Einfachheit, Nähe und Kreativität anzuwenden. Und ein Nachhaltigkeitsprogramm zu machen, das einfach ist, das kreativ ist, das nah am Menschen ist, das vielfältig und bunt ist und dass diese Möglichkeit bietet, auch natürlich zu sein im Sinne von naturnah, an der Natur der Dinge, sozial wie ökologisch. Wir lassen diese Werte uns im Wirtschaften nicht ausblenden. Wenn wir diese Prinzipien vielleicht wieder mehr berücksichtigen würden in unseren Wirtschaftssystemen, könnten wir, glaube ich, ja, gut fahren. Das sind jetzt nur unsere Schafe drinnen, die wir quasi mitbegleitet haben von der Martin Buschhütte. Zwei große Pferche und unterhalb rechts sind so ganz kleine Pferche. Und jetzt sieht man schon, dass da auch ein paar Bauern drinnen sind in dem Pferch und suchen sich ihre Schafe heraus anhand der Markierungen. Bergwandern, Bergsteigen in Verbindung mit dem Schaftrieb war eine ganz tolle Sache. Also ich nehme persönlich mit diese fünf Grundsätze der Nachhaltigkeit. Man lebt die intuitiv sehr oft, ja, aber es ist natürlich gut, wenn man sich wieder mehr bewusst macht. Dass die einfache Natur, ja,
und die Lebewesen, Menschen und Tiere sehr gute Lehrmeister sind. Hier, die ihre Schafe kennen müssen und auch ihre Schafe kennen, dass das auch in einer Führungsrolle wichtig ist, dass man seine Mitarbeiter kennt, weiß, wie es ihnen geht, dass jeder sein eigenes Tempo auch hat und man jedem sein eigenes Tempo vielleicht gehen lässt und dass Pausen auch immer wichtig sind. Zum Zweiten, dass in der Einfachheit meistens sehr gute Lösungen liegen. Für mich war es sehr interessant, hier die Möglichkeit zu haben, Fragen zum Thema Führungsarbeit in einer ganz anderen Form und in einer ganz anderen Kulisse zu behandeln. Gleichzeitig auch die Möglichkeit, einmal über 3000 Meter zu wandern. Das Programm war nicht zu viel, es war eigentlich sehr gut aufgeteilt in kleine Portionen, auch immer wieder am Weg beim Wandern und ein bisschen am Abend. Zum Beispiel, wenn es ein gemeinsames Ziel gibt, dann soll man auch Freiräume zulassen. Wir sind zu einer netten Gruppe zusammengewachsen. Und drittens, wenn man seine Arbeit liebt, mit Herz macht und seine Mitarbeiter kennt, dann ist das für eine Führungsarbeit sehr, sehr wichtig. Dass man ein Ziel hat, wo man hin will, dass das auch kommuniziert ist und dass das auch ein gemeinsames Ziel ist. Und der Weg dorthin kann durchaus auch oft ein bisschen unterschiedlich sein. Ein Nachsatz noch. Weiterempfehlen nur an jene Personen, die eine außerordentlich gute körperliche Konstitution haben. Physische Verfassung. Danke.